Ich lüfte das Geheimnis. Ich lasse keinen durch. Ich bin dabei. And now you can build your own King Kong with these challenging King Kong model kits. You need no glue, no special tools. Just snap together and paint it, and you have a realistic model of Kong fighting the giant snake. Or for a real challenge, build King Kong on top of the Twin Towers. When you're finished, they make a great addition to any kid's room. King Kong Model Kits come complete with easy-to-follow picture instructions by Mego. Herzlich willkommen, liebe Sammlerfreunde, zu meinem weiteren King Kong Special, den zweiten Teil. Ja, hier seht ihr ein bisschen das Thumbnail, was ich erstellt habe für das Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Und ich erzähle euch mal ein bisschen mehr über die Toyline, die keiner kennt. Ich denke mal, nach dem Video wird wahrscheinlich der ein oder andere sie jetzt kennen. Ja, ich habe euch hier ein schönes Stück rausgesucht, nämlich den Roaring Bull V-Rex. In einer wunderschönen Box, wie ihr sehen könnt. Ja, damals 2005, 2006 gab es noch King Kong Toys in einer wunderschönen Blisterbox. Hier sehen wir die Rückseite des Dinos, der übrigens auch nicht so einfach zu bekommen ist. Ja, zumeist müsst ihr den in den USA bestellen und der liegt so preislich, was ich jetzt die letzte Zeit gesehen habe, so ab 200 Euro aufwärts. Ich habe auch schon Exemplare für 450 Euro auslaufen sehen. Ja, hier seht ihr ein paar der Figuren, die es noch weiter gab, Supreme Kong. Und hier die Nahaufnahme, schaut euch das an, wie wunderbar der gearbeitet ist. Das Innere, ihr seht der Hintergrund der Box, das ist fast schon ein Diorama. Hier auch nochmal eine Totale. Ja, man muss wirklich sagen, das Kong-Spielzeug, was heute vertrieben wird, ist wirklich in so einer halben Karton drin. Hier seht ihr auch noch ein paar Figürchen, die dabei gepackt worden sind, diese Eingeborenen. Und hier nochmal die Totale des T-Rex, also wirklich wunderbar detailverliebt gearbeitet. Schaut euch das an, ihr könnt ja seinen Schuppenpanzer, jeden einzelnen Stachel quasi zählen. Und die Figürchen, die wurden halt einfach mit draufgeklebt in dem Blister. Hier haben wir die nächste Kong-Variante, Supreme Kong, ja, wie der Name das sieht. Ihr seht ja Dicky den Roboter daneben. Auch hier wunderbare Box, Kong the 8th Wonder of the World. Und der kann sogar krabbeln. Und die ist wirklich etwas größer als die normalen Kong-Varianten. Und hier seht ihr das, der macht sogar Töne. Leider ist die Batterie leer und der ist nicht mehr sealed. Den könnte man auch rausholen. Ich wollte ihn jetzt allerdings in dieser schönen Blisterbox lassen, weil er auch da so ein bisschen festgezürnt ist, weil wir wissen ja, Kong hat unfassbare Kräfte, wenn der einmal loslegt. Also die Schellen sind nicht ohne Grund da drin, wo er gefesselt ist. Hier könnt ihr die Totale nochmal sehen. Supreme Kong. Ja, Try Me with Sound. Aber wie gesagt, die Batterie, die war leider leer. Hier können wir noch das Artwork ein bisschen bestaunen. Hier haben wir den Roaring Kong und daneben den Warrior. Auf spanischer Karte einfach mal so zum Größenvergleich. Und der Roaring Kong, der kann richtig Palaver machen, das kann ich euch sagen. Mit dem, ja, den kann man sogar so aktivieren, dass er sich auf die Brust kloppt. Und hier sehen wir die Figürchen, die daneben sind, die dabei sind in der Verpackung. Und zwar ist das einmal die Hauptdarstellerin Naomi Watts und Adrian Brody und den anderen, den habe ich jetzt vergessen, der hat auch den Gollum gespielt. Das war der Koch. Ihr schaut euch da die Action genau erklärt und natürlich die weiteren Figuren. Es fehlt mir nicht mehr viel, ein paar einzelne Sachen, aber wie gesagt, die sind eher in Japan zu bekommen. Das schaut euch an, die drei Figürchen sind extra in einem Blister verpackt. Ja, hier haben wir nochmal ein kleines wunderbares Set. Kong vs. Juvenile V-Rex. Die Szene kennen wir aus dem Film. Und da wieder Anne Darrow, genau so hieß die in dem Film, die er dann gerettet hat. Und ja, den T-Rex, wir wissen, wie der geendet ist, ja. Danach half kein Zahnarzt mehr, ja, weil er keinen Kiefer mehr hatte. Hier sehen wir die Seitensicht. Große Blisterbox auf jeden Fall. Und hier nochmal die Action im Detail erklärt. Kein PDF, sondern eine detaillierte Erklärung. Hier haben wir ein bisschen unschön CE-Flatschen damit drauf. Also diese Line, was ich rausgefunden habe, die gab es wohl in Europa, aber ich habe hier in Deutschland nichts von gesehen.
Nach einem kleinen Spot machen wir weiter. It's King Kong! Save me! Save me! Get behind me! I'll protect you! It's King Kong against the world! An angry, roaring King Kong on top of a 4-foot-high tower! Hit the left target and his left arm goes up! Hit the right target and his right arm now goes up! Now he's really me! Don't worry, I'll get him now! Hit the center target! And over he goes! My hero. King Kong against the world by Mego. Hier zeige ich euch einfach mal einen kleinen Trailer des Ur-King Kongs aus den 30er Jahren. Ja, schaut euch an, handgemachte Filme. Und den Film habe ich auch auf DVD. Den zeige ich euch jetzt mal. Hier, könnt ihr sehen. Und das ist eine kleine Special Edition auf DVD ab 6 Jahren. Dieser hässliche Flatschen, den weiß ich noch nicht genau, wie man den abkriegt. Ach, schaut euch das an, das ist eine wunderbare Special Edition. Der Film ist schon fast an die 100 Jahre alt und wirklich absolut sehenswert. Ich habe ihn mir vor kurzem nochmal angeguckt. Ich muss wirklich sagen, dass da auch ein bisschen Slapstick drin ist. Also einige Sachen kann man nicht unbedingt ernst nehmen, das muss ich wirklich sagen. Hier haben wir nochmal, wie King Kong aufräumt. Und da diese bekannte Szene, wo er sich befreit und dann halt ein bisschen in der Stadt rumwütet und vor auch ein paar Menschen draufgehen, ja. Also man kann sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Und da schaut euch das Bild rechts an. Das ist das Bild, was wir, also wirklich, das ist absoluter Kult. Hier haben wir die King Kong-Verfilmung von Dino De Laurentiis von 1977. Hier links die Blu-ray, rechts die DVD, das Cover-Poster kenne ich noch aus der Videothek. Da kommt übrigens auch eine komplett neu restaurierte Fassung auf 4K. Ich blende euch einfach mal hier ein paar Szenen ein. Die Story kennt jeder. Der Weg zur unheimlichen Insel, wo eine Karte existiert. Hier hat auch Jeff Bridges und Jessica Lange mitgemacht. Absolut tolle Verfilmung. Mit einem unglaublich geilen Soundtrack. Und man hat damals, natürlich, ihr seht es, CGI gab es nicht. Das waren hier absolut eine riesen Roboterhand, die gebaut worden war für den Film. Hier haben die einen Schauspieler ins Kostüm gesteckt. Super stimmig der Streifen. Kann ich euch echt empfehlen, den euch mal reinzuziehen. Hier haben wir den zweiten Teil 1985, King Kong lebt. Ja, ein bisschen trashiger muss ich sagen. King Kong hat einfach den Sturz vom Empire State Building überlebt und da kriegt eine Herztransplantation und lebt dann einfach wieder und findet dann auch seine Familie. Gut, hanebüchene Story, ja, aber auch absolut sehenswerter, kleiner, muss ich sagen, ein bisschen trashartig. Den habe ich hier sogar noch sealed und der ist absolut auch nicht teuer. Hier haben wir was ganz Besonderes, nämlich von den Toho Studios, King Kong, Frankensteins Sohn. Und ja, hier blende ich euch einfach mal ein paar Szenen ein. Ihr seht das, handgemachte Filme. Hier auch der T-Rex. Und jetzt gibt es einen Judo-Schulterwurf, genau. So wie ich das in Erinnerung habe. Das kennt ihr bestimmt, in Kabel 1 liefen die Filme. Die Story ist so ähnlich, auch mit dieser Insel. Die wird entdeckt mit Kong. Allerdings gibt es einen vierten Professor, der hier einen Roboter King Kong erschafft. Und ein seltenes Mineral birgt, das Element X und damit einfach die Welt erobern will. Also da haben die Japaner ein bisschen mal die Story umgedreht oder anders dargestellt. Übrigens auch eine Toch-Verfilmung, wo Universal halt mitgewirkt hat wegen King Kong der Lizenzrechte. Hier haben wir den, ja, den 2005er King Kong, mein absoluter Lieblings-Kong in der 4K-Version. Zweimal im Kino gesehen, damals 13.12.2005. Ich kann mich noch erinnern, dass die Helikopter-Szenen am Ende mit den Flugzeugen, da wurde der echt schwindelig. Hier zeige ich euch mal ein paar Szenen. Leider ohne Ton, sonst gibt es einen Strike von YouTube. Jack Black, da sehen wir die ganzen Schauspieler, die wir alle kennen. Naomi Watts mitgemacht, Adrian Brody, natürlich absolut Computertechnik. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht das, die Kulisse, sehr, sehr stimmig der Film. Der Film lässt sich auch wirklich sehr viel Zeit mit der Story. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, bis es da richtig rund geht, gehen fast 90 Minuten um. Und ich kann euch wirklich auch da sagen, schaut euch den Streifen mal an. Mich interessiert da eure Meinung dazu, haut es mal in die Kommentare. Hier sehen wir noch so eine Special Edition, so ein Steelbook, finde ich wunderbar, mit diesen Art Comic Strips da so gezeichnet.
Ist auch nicht teuer. Ich glaube, irgendwie 10, 12 Euro muss man dafür berappen. Und sieht einfach nur wunderbar aus. Der Film hat ja übrigens auch 2 Oscars gekriegt. Für die Computertricktechnik und für die Musik. Halt Peter Jackson, der super Adaptionsregisseur. Und ja, ich gucke den alle Jahre wieder, den Film. Und für mich ist das einfach die beste Kong-Verfilmung. Ja, hier haben wir was brandneues, was ich mir gerade bei Amazon bestellt habe. War das im Angebot? Godzilla vs. Kong. Die 4K-Version. Und ich muss wirklich sagen, der Film hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Hier sehen wir direkt eine Szene, wo Kong Godzilla eine Schelle verpasst. Die Anfangsszene direkt auf dem Flugzeugträger. Also der Film eskaliert sofort nach ca. 10 Minuten zwischen Kong und Godzilla. Also haut drauf, Action von Anfang an. Der Film ist auch mit krassen pinken Farben zum Ende besetzt. Das müsst ihr selber euch mal einfach reinziehen. Ja, liebe Freunde, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, euch hat mein Kong-Special Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Freunde, wir sind bei über 700 Abonnenten. Das Bravestar-Special ist weiterhin in Arbeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, bis dann.